Wir meinen es eigentlich nur gut mit unseren Samtpfoten und machen dabei dennoch oft Fehler, welche sich auf das Leben unserer Katzen auswirken. Vor allem, wenn es um die Fütterung geht, gibt es so einiges, was du als Katzenhalter falsch machen kannst. Welche Fehler dabei am häufigsten passieren, erfährst du jetzt in diesem Video. Nummer 1. Beim Essen stören. Ist deine Katze gerade am Fressen, dann solltest du sie auf jeden Fall in Ruhe lassen. Für Streicheleinheiten oder andere Aufmerksamkeiten hast du hinterher noch genügend Zeit. Außerdem solltest du zur Fressenszeit deiner Mieze nicht gerade mit Staubsaugen oder anderen lauten Tätigkeiten anfangen, da deine Katze sonst vielleicht erschrickt und sich ihrem Futter abwendet. Gib deiner Katze darum die nötige Ruhe, die sie braucht, damit sie in ihrem Tempo die Mahlzeit zu sich nehmen kann. Nummer 2. Katzen nebeneinander füttern. Bei manchen Katzen mag es funktionieren. Dennoch gibt es viele Katzenhaushalte, in denen jedes Mal ein Streit ausbricht, sobald es ums Fressen geht. Dabei geht es meist um Futterneid. Die eine Katze kann gar nicht genug bekommen und ist regelrecht gierig nach Futter, weshalb sie sich im schlimmsten Fall sogar überfrisst, während die andere Mieze im Haushalt wenig bis gar nichts abbekommt, was irgendwann zu einer Abmagerung führen kann. Wenn du ein solches Verhalten zwischen deinen Samtpfoten bemerkst, solltest du schleunigst handeln und deine Katzen getrennt füttern. Platziere hierfür die Futternäpfe in unterschiedlichen Ecken des Raumes und wenn auch das nicht hilft, in komplett getrennten Räumen. So kann jede deiner Miezen in aller Ruhe essen, ohne dass sie sich benachteiligt fühlt. Nummer 3. Futter unbegrenzt verfügbar. Was bei Kitten vollkommen richtig ist, ist dagegen bei erwachsenen Katzen genau das Gegenteil. Denn deine Katze benötigt lediglich eine bestimmte Tagesration an Futter. Wird diese überschritten, nimmt deine Mieze viel zu viele Kalorien zu sich, was schlussendlich zu Übergewicht und damit zu gesundheitlichen Problemen führt. Viele Katzenhalter denken sich, dass ihre Fellnase schon weiß, wann sie satt ist und dann aufhört zu fressen. Leider ist das nicht bei allen Katzen der Fall, insbesondere dann, wenn diese kastriert sind und der Energiebedarf dadurch niedriger ist als bei einer unkastrierten Jungkatze. Dazu kommt noch, dass viele Katzen sich in der Wohnung grundsätzlich zu wenig bewegen und oft unter Langeweile leiden, wenn ihre Halter nicht zu Hause sind. Da liegt es nahe, diese Zeit mit Fressen zu füllen, um sich zu beschäftigen. Führe daher feste Fressenszeiten für deine Katze ein, um einem möglichen Übergewicht und somit auch anderer damit einhergehenden Krankheiten vorzubeugen. Nummer 4. Zu Futter nötigen lassen. Deine Katze schleicht um dich herum und miaut dir die Ohren voll, weil sie Hunger hat? Mit Sicherheit kennst du diese Situation nur allzu gut. Dennoch solltest du dich davon nicht beeinflussen lassen, denn jedes Mal, wenn du nachgibst, wird deine Katze sich das merken und noch früher um Futter betteln, sodass du bald schon nur noch damit beschäftigt bist, deine Mieze zufriedenzustellen. Schließlich weiß sie, dass sie nur miauen braucht und schon springt ihr Mensch auf und gibt ihr etwas zu fressen. Darum solltest du bei der Katzenfütterung konsequent sein und auch beim herzzerreißendsten Miauen nicht schwach werden. Biete deiner Katze stattdessen eine Streicheleinheit oder spiele mit ihr ausgiebig, wenn sie mal wieder ankommt und nach Fressen bettelt. Nach einer gewissen Zeit wird sich das Miauen legen und deine Katze verstanden haben, dass es feste Fütterungszeiten gibt, an die auch sie sich halten muss. Nummer 5. Falscher Futterplatz. Mal ehrlich, würdest du deine Mahlzeit gerne neben der Toilette einnehmen? Mit Sicherheit nicht. Ganz genauso sieht es auch deine Mieze. Leider gibt es immer wieder Katzenhalter, die sowohl Katzenklo als auch Futternäpfe in unmittelbarer Nähe zueinander platzieren. Dass der Hunger deiner Katze dann nicht allzu groß ist, sollte nicht verwunderlich sein. Schließlich sind Katzen extrem reinliche Tiere, die einen sauberen und hygienischen Platz zum Fressen bevorzugen. Zudem sollte sich der Platz des Fressnapfs an einem ruhigen Ort befinden, an dem es nicht regelmäßig zu Gewusel von Haushaltsmitgliedern kommt, denn deine Katze möchte gerne in Ruhe fressen, ohne dabei gestresst zu werden. Manche Katzen bevorzugen übrigens auch einen Trinknapf, der nicht in der Nähe ihres Futters steht. Solltest du also den Verdacht haben, dass deine Katze zu wenig trinkt, probiere es mal mit getrennten Futter- und Trinkschalen. Nummer 6. Nur Trockenfutter geben. Man könnte sagen, dass Trockenfutter für unsere Katzen das gleiche ist, wie es für uns die Chips sind. Zumindest trifft das auf etwa 90% der im Handel verfügbaren Trockenfutter zu. Es enthält fast immer Getreide und ist schon deshalb ungesund. Es bietet kaum Nährwert und enthält keine Feuchtigkeit, was sich negativ auf die Gesundheit der Katze auswirken kann. Im schlechtesten Fall führt die ausschließliche Ernährung mit Trockenfutter zu Nierenproblemen und in der Folge zu einem verfrühten Tod unserer Stubentiger.
Darum sollte Trockenfutter als Leckerli oder aber als gelegentliche Zugabe, aber auf keinen Fall als Alleinfuttermittel dienen. Füttere deine Katze stattdessen mit hochwertigem Nassfutter, welches einen hohen Fleischanteil enthält und zudem frei von Zucker, Getreide und Konservierungsstoffen ist. Eine weitere gute Alternative ist die Rohfutterung, auch BARF genannt, bei der jedoch alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe supplementiert werden müssen, um deine Katze mit allen Nährstoffen zu versorgen, die sie braucht. Wer eine Rohfutterung anstrebt, muss sich also sehr gut informieren. Nummer 7. Der falsche Napf. Ein Thema, über das sich die meisten Katzenhalter kaum Gedanken machen, da sie sich denken, dass es der Katze vollkommen egal ist, woraus sie frisst. Dabei kann der falsche Napf für deine Fellnase beim Fressen sehr unangenehm werden. So sorgt ein zu hoher Rand dafür, dass deine Mieze ihre Schnurrhaare weit umbiegt, was manchen Katzen unangenehm ist. Besonders für ältere oder gelenkkranke Katzen ist es zudem sinnvoll, wenn der Napf erhöht steht, damit sich die Mieze nicht so weit nach unten beugen muss. Das ist ergonomisch sinnvoll und kann das Fressen deutlich angenehmer machen. Nummer 8. Katze vom Tisch füttern. Natürlich kennt jeder Katzenhalter den bettelnden Blick seiner Mieze, wenn sie während des Frühstücks an unserem Tisch steht und liebend gerne ein Stück Wurst erhaschen möchte. Was im ersten Moment wie eine liebgemeinte Geste wirkt, wird für dich irgendwann zum Problem. Denn deine Katze wird sich das Ganze genau merken und dich ab sofort bei jeder Mahlzeit am Tisch nerven, da sie gelernt hat, nur etwas betteln zu müssen, um das zu bekommen, was sie möchte. Sei darum konsequent und führe dieses Ritual, dass deine Mieze eine Wurstscheibe am Tisch bekommt, gar nicht erst ein. Zumal viele der Lebensmittel, die wir Menschen zu uns nehmen, absolut ungesund für unsere Fellnasen sind, da diese viel zu stark gewürzt sind und Inhaltsstoffe enthalten, die der Gesundheit unserer Miezen schaden. Zeige deiner Katze deshalb klar und deutlich, dass die Fütterung menschlicher Mahlzeiten tabu ist, sodass sie es in Zukunft gar nicht erst wieder versucht. Nummer 9. Falsche Temperatur des Katzenfutters. Einige Katzen verweigern ihr Futter, wenn es nicht die passende Temperatur hat. Besonders wenn Futterdosen im Kühlschrank gelagert werden, solltest du diese zunächst eine gewisse Zeit draußen stehen lassen, damit sie eine angenehme Zimmertemperatur erreicht. Denn ist das Futter zu kalt, wird es deine Mieze womöglich nicht anrühren, da es für sie zum einen unangenehm zu fressen ist, zum anderen aber seinen Duft nicht voll entfaltet, solange es kühl ist. Ebenso verhält es sich mit zu warmem Futter, was insbesondere im Sommer der Fall ist. Steht das Futter zu lange in der prallen Sonne, wird deine Katze davon nicht sonderlich begeistert sein. Denn innerhalb kürzester Zeit sammeln sich die Fliegen darin, welche ihre Eier ablegen und das Futter für deine Katze ungenießbar machen. Sorge darum im Sommer unbedingt dafür, dass das Katzenfutter gekühlt gelagert wird oder rechtzeitig von deiner Mieze gefressen wird, bevor es beginnt schlecht zu werden. Neben all diesen Fehlern ist oft die nicht artgerechte Fütterung eines der größten Probleme, unter denen viele Katzen leiden. Wenn du wissen möchtest, ob du deine Katze wirklich artgerecht fütterst, dann klicke jetzt links, um dir unser Video dazu anzuschauen. Oder willst du lieber wissen, was Katzenhalter häufig tun, die sich nicht besonders gut mit Katzen auskennen? Dann klick rechts auf das Bild, um es herauszufinden.